Ja, herzlich willkommen am Niederrhein. Vielen Dank für die Einladung. Der Gräser Geschichtsverein Ressa und das Museum rund ums Geld in Xanten haben Sie eingeladen, weil wir natürlich viel über Ihre Flucht mit dem Heißluftballon noch erfahren wollen. Sie sind am 16. September 1979 erfolgreich mit zwei Familien in einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR geflohen. Warum wird heute, über 40 Jahre später, immer noch über diese Flucht geredet? Gut, es gibt sicherlich im Moment genügend Auslöser, die dafür gesorgt haben. Es ist zum einen so, wir hatten ja im letzten Jahr 30 Jahre Mauerfall, 40 Jahre unsere Flucht. Außerdem ist der Film Ballon gezeigt worden, der die ganze Geschichte ja zeigt. Und in diesem Jahr Tag der Deutschen Einheit. Und das waren natürlich genügend Anlässe, die dafür gesorgt haben, dass die Geschichte wieder so richtig aufgeflammt ist. Als Sie und Peter Strelzig gemeinsam den Ballon entworfen, gebaut haben in der DDR und dann diese Flucht erfolgreich, also einen erfolgreichen Verlauf hatte, gab es da schon mal die Idee, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, da wird bestimmt mal ein Film drüber gedreht später? Achso, mit unserem DDR-Wissen hat man so überhaupt nicht gedacht. Für uns war das völlig fremd, dass sowas verfilmt wird. Natürlich haben wir Westfernsehen geschaut. Aber wir haben noch nicht so realisiert, dass wir auf diese Weise dann plötzlich so interessant werden können und dass unsere Geschichte dann in irgendeiner Weise veröffentlicht und gezeigt wird. Wie sind die Medien auf Sie damals zugegangen? Was waren so die ersten positiven, vielleicht auch negativen Erfahrungen, die Sie im Westen gemacht haben? Gut, die erste Erfahrung, die wir gemacht haben, da war ich selber ja gar nicht dabei, denn ich lag in der ersten Woche nach der Flucht im Krankenhaus. Peter Strelzig hat allein mit den Medien die ganze Geschichte abgewickelt. Wir haben auf diese Weise einen Vertrag mit dem Stern geschlossen. Und dann war es eigentlich relativ ruhig, denn der Stern hat uns abgeschirmt. Die wollten ja die Geschichte für sich haben, sodass wir die ersten 5 Wochen mit dem Stern unterwegs waren, in einem Hotel untergebracht und für andere Medien nicht erreichbar. Das ging relativ ruhig und entspannt so. Bloß als wir da wieder rausgekommen sind aus dieser Gefangenschaft, kann man schon fast sagen, das ist dann recht aufregend geworden. Und in der Zeit, so von Mitte, Ende Oktober bis zum Dezember, war es eine wahnsinnig aufregende Zeit, weil man hat uns schon rumgereicht, die Medien haben sich auf uns gestürzt. Und Ende des Jahres habe ich mich dann entschlossen, mit meiner Familie gemeinsam uns zurückzuziehen und ein ganz normales Leben zu führen, was uns auch gelungen ist. Aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland war das eine Sensation, diese Flucht. Wie ist diese Flucht in der DDR damals aufgefasst worden im Jahr 79? So offiziell überhaupt nicht. Es hat ja keine Flüchtlinge gegeben. Natürlich haben die Menschen in der DDR Westfernsehen gesehen und haben das Ganze mitgekriegt und waren begeistert, dass wir es geschafft haben. Auch von der öffentlichen Seite her, von Seiten der Partei oder sonstigen Medien oder Einrichtungen, ist da überhaupt nichts erwähnt worden. Die Geschichte hat es einfach nicht gegeben. Haben Sie in gewisser Weise der Staatssicherheit, der DDR-Regierung eins ausgewischt oder auch auswischen wollen mit dieser Flucht? Auswischen wollten wir der Staatsregierung eigentlich nichts auf die Weise, aber wir haben es letztendlich getan. Unabsichtlich auf jeden Fall. Denn es hat sich ja gezeigt, aufgrund der Stasi-Unterlagen, dass es doch relativ viel Wind aufgewirbelt hat in Kreisen der Stasi. Das war eine riesen Blamage. Und es hat sich dann auch an den Reaktionen gezeigt. Man hat ja versucht, uns zurückzulocken in der DDR. Man hat mit allen Kräften versucht zu verhindern, dass sowas nochmal passieren kann. Ich habe ganz interessante Akte in der Stasi-Unterlagenbehörde gefunden. Die hat mir der Roland Jahn, der Leiter der ganzen Behörde, mal vorgezeigt. Es hat von 1979 bis 1984 noch 72 Fluchtversuche auf dem Luftweg gegeben, die alle erwischt worden sind. Davon 50 Ballons. Die haben also alles dran gesetzt, sowas zu verhindern, weil so eine Blamage konnten sie sich nicht nochmal leisten. Was war überhaupt das auslösende Moment damals? Wann kam die Idee, einen Ballon zu bauen, in Ihren Sinn? Also das auslösende Moment war eine Zeitschrift. Wir haben regelmäßig Besuch aus dem Westen bekommen und diese Westverbände haben mir immer Zeitschriften mitgebracht. Und diesmal war in einer Zeitschrift ein Bericht drin über das alljährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque in New Mexico. Und da habe ich die vielen bunten Ballons gesehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht so schwierig sein. Einen großen Stoffsack, heiße Luft rein und man schwebt einfach davon.
Und mit dem Gedanken bin ich dann zu Peter Steisel gegangen und dann hat sich das Ganze daraus entwickelt. Es gab ja damals kein Internet, gab es Bücher in der DDR, wie man einen Ballon baut? Zum Ballonbau gab es überhaupt nichts. Ich habe einfach diese Bilder in der Zeitschrift zugrunde gelegt und das übrige Wissen, das muss ich heute immer noch sagen, ist eigentlich Schulwissen. Es hat gute Fachliteratur gegeben, die natürlich nichts mit Ballonbau zu tun hatten, aber über physikalische Grundlagen, über Gas-, Wasser-, Sanitärinstallationen, also alles das, was im Zusammenhang mit dem Bau der Ausrüstung stand, da gab es wirklich gute Bücher. Und auf dieser Basis von diesen Büchern haben wir das Ganze dann entwickelt. Was war besonders leicht zu organisieren? Ich denke jetzt an Materialien, die verbaut wurden. Und was war die größte Herausforderung? Gut, die größte Herausforderung war schon der Stoff, diese große Menge Stoff zu beschaffen. Die anderen Materialien waren ganz normale Handwerkermaterialien, von denen es wirklich genug gab. Und da konnte man ganz einfach in die entsprechenden Läden gehen und das Material beschaffen. Stoff war schon im Grunde auch leicht zu beschaffen. Bloß die Menge hat es etwas gemacht. Ich bitte um Entschuldigung für die dumme Wessi-Frage. Warum wollten Sie und Ihre Familie fliehen aus der DDR? Gut, das war jetzt nicht so, dass dieser Gedanke auf einmal entstanden ist. Das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und es ging uns dann im Grunde wie vielen DDR-Bürgern. Man ist mit diesem ganzen System unzufrieden gewesen. Und der Gedanke, die DDR zu verlassen, der kam immer wieder mal auf. Und man hat ihn aber genauso schnell wieder verworfen gehabt. Und ich denke, ein Großteil der Bevölkerung hatte ähnliche Gedanken. Ob sie da getan hätte, sei dahingestellt. Denn es war uns schon klar, das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Wenn wir die DDR auf illegale Weise verlassen, dann werden wir Freunde, Verwandte, Bekannte nie mehr wiedersehen. Das Eigentum ist weg. Und das hat sich der eine oder andere sicherlich überlegt und hätte es nicht getan. Letztendlich war der Auslöser die Unzufriedenheit mit dem System. Man durfte seine Meinung nicht sagen. Wir durften das Land nicht verlassen. Man ist persönlich eingeschränkt gewesen, wenn man nicht mitgemacht hat. Und ich hatte halt schon ein bisschen das Problem, da ich nicht bereit war, an der SED einzutreten und an diesem System mitzuwirken. Und das hat mich schon ganz stark ausgebremst. Und ich hatte immer den Gedanken, jeder, der mitmacht, egal ob aus Überzeugung oder nicht, stärkt ja letztendlich dieses System. Und das kam für mich nicht in Frage. Und dadurch musste ich halt auch gewisse persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Und das hat mich natürlich belastet und hat mich immer weiter vorangetrieben, die DDR verlassen zu wollen. Welche Hoffnungen haben Sie mit dem Leben im Westen verbunden und sind die ganz oder zum Teil erfüllt worden? Also meine Hoffnungen waren, endlich frei ein Leben führen zu können, das zu tun, was ich gern möchte. Und das hat sich bei mir im vollen Umfang auch so erfüllt. Ich bin heute immer noch wirklich davon überzeugt und zufrieden, dass wir das getan haben, dass wir die DDR verlassen haben und konnten uns ein neues Leben aufbauen. 10 Jahre nach Ihrer spektakulären Flucht fiel die Mauer. 1989 gab es irgendwann den Gedanken, als Sie die Bilder gesehen haben im Fernsehen, oh Gott, die 10 Jahre hätten wir noch warten können. Überhaupt nicht. Denn eins muss man ganz klar sagen, wir hatten durch diese 10 Jahre einen Vorlauf, konnten uns ein neues Leben aufbauen und wir waren im Grunde nach diesen 10 Jahren schon fertig. Und ich habe zu der Zeit, als die Mauer gefallen ist, in Hof gelebt, direkt an der Grenze. Und die Saison saß ein bisschen überspitzt. Ich habe miterlebt, wie die Ossis im Westen eingefallen sind. Also die Leute aus der DDR waren nicht immer und überall willkommen. Im Gegenteil, die Menschen in der Grenznähe waren einfach überfordert. Und dadurch ist denen das Leben auch zum Teil etwas schwerer gemacht worden. Und mit diesem Problem hatten wir halt nicht zu kämpfen. Nicht allzu lange nach dieser Flucht gab es bereits einen Film, einen Hollywood-Film von Disney damals produziert. Sie sind sogar in die USA eingeladen worden. War das einfach ein Geschenk, ein Goodie oder war das Teil der Recherche? Es war natürlich für uns von Vorteil, weil letztendlich war es so, der Film beruht auf dem Sternartikel. Und die haben uns eingeladen, haben uns auch dazu gefragt, aber im Grunde haben sie das getan, was im Sternartikel beschrieben war, sodass unsere Aussagen da kaum Einfluss drauf hatten. Für uns war es natürlich eine tolle Geschichte, mal nach Hollywood fahren zu dürfen und das Ganze zu erleben, wie es in diesen Studios zugeht. Aber ich denke, für den Film selber hat es kaum Auswirkungen gehabt. Was war das für ein Gefühl, die eigene Geschichte, wenn auch teilweise verfremdet damals von Hollywood und sich selbst dargestellt durch einen amerikanischen Schauspieler plötzlich auf der Leinwand zu sehen? Das war eine ganz neue Erfahrung, trotzdem ein tolles Gefühl. Das eigene Leben verfilmt wird, das ist schon eine tolle Sache. So viele Jahre danach können wir ja mal kritisch mit dem damaligen Film umgehen. Was hat Sie gestört an der Darstellung der DDR oder Ihrer Geschichte in der Disney-Produktion
mit dem Wind nach Westen. Und das Problem in der Disney-Produktion ist ganz einfach, die haben die Geschichte nach dem Sternartikel einfach abgedreht, ohne irgendwelche Hintergründe zu erforschen, nachzuvollziehen, wie das war. Details haben für die keine Rolle gespielt. Das ist so eher ein bisschen Klischee-Denken gewesen, was da eine Rolle gespielt hat. Und das hat Bulli halt einfach viel besser gemacht. Er hat sich deutlich besser informiert, hat natürlich auch bessere Möglichkeiten gehabt als die Amerikaner damals. Das muss man schon fairerweise sagen. Die Grenze war ja zu dem Zeitpunkt jetzt schon lange genug offen. Er hat ja genügend Informationen über unsere Stasi-Akten bekommen. Er hat unsere Geschichten, die wir erzählt haben, natürlich sehr ernsthaft betrachtet. Und dadurch ist das wirklich ein toller Film geworden. Genau, wir sprechen jetzt schon über den Film Ballon. Man sieht das Plakat hinter Ihnen. Während wir dieses Interview führen, läuft im Hauptsaal des Reser Bürgerhauses eben jener Film vor Publikum. Ich glaube, um 2015, 2016 haben Sie einen Anruf bekommen von Michael Bulli-Herbigs Büro. Was war das für ein Gefühl? Also ein Regisseur, der für der Schule des Manitou, Raumschiff Surprise bekannt war, für die Bulli-Parade, möchte einen Politthriller über unsere Geschichte drehen. Eins muss ich vielleicht vorweg noch sagen, das war nicht erst zu dem Zeitpunkt, der hat sogar 2012 das erste Mal bei uns angerufen. So früh schon. Das Problem für ihn war ganz einfach, die Filmrechte liegen für immer und ewig bei Walt Disney. Und Bulli musste von Walt Disney die Filmrechte erst erwerben und kaufen. Und es war gar nicht so leicht, die zu bekommen. Und dadurch hat sich das Ganze hingezogen, bis ca. 2015, als er endlich anfangen konnte, als er die Rechte bekommen hat. Und für uns war es natürlich nochmal ein tolles Gefühl, dass eine zweite Verfilmung stattfindet. Und ausgerechnet von Bulli Herbig. Ich wusste schon, dass er überwiegend Comedy macht. Aber eins muss ich nur sagen, wer mit Comedy die Leute begeistern kann, der muss gut sein. Und das war so mein Gedanke, deswegen war ich von Anfang an überzeugt, dass das ein toller Film werden wird. Sie hatten einen Beratervertrag, glaube ich, für diese Produktion. Wie sah das in der Ausführung am Set oder bei Setbesuchen letztlich aus? Gut, letztendlich war es so, dass wir den Beratervertrag bekommen haben, um ihn bei der Erstellung des Filmes zu unterstützen. Das heißt, er hat uns zu sich eingeladen, wir haben die Geschichte erzählt vor seinem ganzen Team. Dann sind seine Autoren zu uns in die Wohnung gekommen. Dann haben wir dann weitere Geschichten dazu erzählt, was die wissen wollten. Ich habe die Drehbücher zugeschickt bekommen, konnte meine Kommentare dazu geben. Und selbst bei den Dreharbeiten waren wir zweimal eingeladen, dass wir die Schauspieler kennenlernen, dass die auch uns kennenlernen und wussten, wer wir sind. Und das hat natürlich sicherlich eine große Rolle gespielt, dass dieser Film sehr authentisch geworden ist. Sie sagen sehr authentisch, wenn Sie jetzt mal so ein Tortendiagramm erstellen mussten, wie viel ist Fakt, wie viel ist Fiktion. Da tue ich mir schwer, das zu messen, was wahr und was falsch ist. Eins darf man nicht vergessen. Die wesentlichen Szenen entsprechend der Wahrheit. Und es ist letztendlich ein Spielfilm, der muss spannend und unterhaltsam sein. Und das ist Bulli ganz gut gelungen, denn es gibt Szenen, die so nicht stattgefunden haben, die aber so hätten gewesen sein können. Und ich habe öfters Filmveranstaltungen im Osten besucht und selbst die Bürger im Osten, die ja die Zeit miterlebt haben, die haben bestätigt, dass das alles so gewesen hätte sein können. Selbst kleine Details waren so, wie sie zu DDR-Zeiten tatsächlich waren. Sie waren 2018 bei der Premiere des Films in München und sind danach, soviel ich weiß, auch gut rumgekommen zu anderen Premieren, zu anderen Vorführungen. Ist da irgendwas, irgendein Land, irgendeine Stadt, irgendein Festival besonders hervorzuheben, das Sie besucht haben? Wir waren zu den Premieren in München und waren auch in Berlin. Da war natürlich das Interesse und die Begeisterung sehr groß. Mittlerweile war ich auch zu einer Vorpremiere in Stockholm in Schweden. Ich war in Norwegen und das Interesse ist überall ganz groß. Selbst aus Australien hatte ich Besuch, die sich dafür interessiert haben. Ich habe Interviews geführt. Und die haben sich wahnsinnig für diese Geschichte interessiert. Jetzt hat die Geschichte Sie nach Rees und morgen nach Xanten gebracht. Ja. Und wenn Sie jetzt mal zurückblicken, würden Sie sagen, alles richtig gemacht im Jahr 79? Kann ich nur so sagen. Also ich muss auch das immer wieder deutlich machen. Ich würde sicherlich auf diese Weise heute nicht mehr fliehen wollen, denn heute sind mir die Gefahren bewusst, was alles hätte passieren können. Ich bin immer froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben und dass wir uns auf diese Weise ein neues, gutes Leben aufbauen konnten. Wenn man auch gerade jetzt in Corona-Zeiten kontaktlos mehr Informationen über Sie und Ihre Ballonflucht lesen oder sehen möchte, welche Quelle sollte man da im Internet aufsuchen?
Gut, ich habe 2009 eine Website erstellt, www.ballonflucht.de. Da habe ich die ganze Geschichte mal so geschrieben, wie es tatsächlich passiert ist. Zumindest was meinen Teil und den Teil meiner Familie betrifft. Und ich denke, hier sind die wesentlichen Szenen, die die Flucht betreffen, auf jeden Fall nachzulesen. Ja, wir bedanken uns im Namen des Reeser Geschichtsvereins für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt am Niederrhein. Ja, auf jeden Fall. Und dann stürzen wir uns mal ins Reeser Nachtleben jetzt. Ja, danke. Vielen Dank.